Also, ihr Lieben, es ist eine göttliche Reise. Aber wenn du immer wieder ausscherst und immer wieder dorthin gehst, wo du nicht sein möchtest, dann bist du die einzige Person, die sich davon wieder abhalten kann, die wieder zurückkommen kann zu sich selber in ihre Wahrheit. Du musst dir ein Zuhause schaffen, du musst dir dein Divine Design Denkkonstrukt, dein Divine Design Mindset, dein Divine Design Self-Konzept sowas von implementieren und verkörpern. Und verkörpern heißt eben, wie trittst du auf, wie redest du, was machst du, womit verbringst du deine Zeit hier auf Erden. Das ist Verkörperung. Und diese Bestandsaufnahme, die kann ich dir nur ans Herz legen. Schau, wo du gerade bist und mache diesen Switch. Du bist jeden Moment jemand. Und du musst jeden Moment die Person sein, die gewollt ist, die geliebt ist in ihrem Divine Design. Und dann hast du Erfolg. Erfolg bei anderen Menschen, Erfolg im Leben, Erfolg in der Gesundheit. Du kannst krasse Sachen heilen, du kannst dich heilen, du kannst andere heilen. Du kannst alles machen, was du möchtest. Und ich bitte dich, bemühe dich für dich. Bemühe dich nicht für deine SP, bemühe dich nicht für Geld, bemühe dich, weil du es dir wert bist, dein Divine Design aus dir rauszuholen, etwas Besonderes zu sein, speziell zu sein und auserwählt zu sein. Alles, was dir die ganze Zeit im Kopf rumgeht, rumgeistert, rumkreist, wird sich manifestieren. Da liegt deine Aufmerksamkeit drauf und das wird sich realisieren. Dass wir unsere Ängste nicht mehr manifestieren, dass wir wirklich aussteigen aus der Welt der Angst und in eine Welt der Sicherheit eintreten. Geh hinschauen, wovor hast du Angst? Was befürchtest du? Das sind diese Einschränkungen, die du lebst. Und ja, diese ganzen Ängste, die sind unsere Welt, die sind unsere Realität, wenn sie für uns wahr sind. Welche Ängste sind für dich noch wahr? Was ist für dich noch wahr? Was befürchtest du? Weil Befürchten ist Manifestieren. Und je größer die Befürchtung dahinter ist, je größer das Trauma dahinter ist, desto aktiver sind diese Ängste und Befürchtungen in dir, auch wenn du nicht den ganzen Tag drüber nachdenkst, direkt über diese Sache, denkst du drüber nach, bist du beängstigt, ja? Du merkst es dann eben an deinem Gefühl, dass du dir Sorgen machst, dass du die Entscheidungen nicht treffen kannst, dass du Angst hast, falsche Entscheidungen zu treffen, dass du Angst hast, es könnte irgendwas schieflaufen, wenn du irgendwas anpackst oder wenn du dir einen Plan machst, dass du Angst hast, auch bei deinem SP, dass du Angst hast, dass er dir wieder absagt, dass dir abgesagt wird, dass du zweite Priorität bist, dass all diese Dinge. Und solange du diese Befürchtungen, diese Unsicherheiten noch in dir trägst, weißt du, dass du in einer Welt lebst und eine Realität generierst, wo dir das halt gezeigt wird, dass diese Gefahr besteht. Dass es besteht, dass was schief gehen könnte, dass du scheitern kannst, dass du enttäuscht werden kannst. Und aus dieser Welt darfst du aussteigen. Und ich habe da letzt erst ein 1:1 Gespräch gehabt, wo der Lady einfach nicht bewusst war, dass sie in einem Bewusstsein gelebt hat, in dem sie gar nicht leben will. Ja, und dann manifestiert sich das. Seit 3,5 Jahren ist sie in einer Beziehungssituation, die sie nicht haben will. Und dann habe ich sie gefragt, okay, weil hier war auch eine dritte Person am Start, ja, Third Party. Und dann am Anfang war es so, na, golden und nur du und ich lass mich scheiden etc., all diese Sachen und plötzlich war das alles weg und 3,5 Jahre hat dieser Mensch jetzt mit seiner dritten Person gelebt und dann habe ich sie gefragt im Coaching, habe ich gesagt, okay,
Wenn du jetzt den Platz tauschen könntest mit dieser dritten Person, der lässt sich scheiden und heiratet dich stattdessen und du lebst ihr Leben. Du bist stattdessen die Frau an seiner Seite in dem Leben, das er führt. Möchtest du das? Und dann hat sie die Augen aufgerissen und hat gesagt, nein, um Gottes Willen, nein, so will ich doch nicht leben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das ist, darum wird es nichts, weil du dir nur das vorstellen kannst. Du kannst dir nur vorstellen, du gehst zu ihm, die andere ist weg, der Platz an seiner Seite wird frei und du lebst dort so. Und das willst du nicht. Und genau deswegen wird die Sache nichts. Es wird nichts, weil du es nicht willst. Und das ist immer so. Es wird nichts, weil du es nicht willst. Und wenn du es nicht so für dich in deiner Vorstellung, in deinem Ideal hast, wie du es willst, wirst du dich immer dagegen sträuben. Also musst du erstmal aufhören zu glauben, du gehst dorthin an seine Seite. Nee, nee, nee. Egal ob Mann oder Frau, du bist das Zentrum deines Universums. Er oder sie kommt zu dir an deine Seite. Und das ist ein Problem bei SP-Manifestation, Liebesmanifestation, das ich immer wieder sehe. Dieser Mindset, ich muss an seine oder ihre Seite, ich muss mich da reinpassen. Aber da will ich nicht reinpassen, das gefällt mir nicht so, wie ich sehe. Also muss ich das Ganze erstmal revidieren. Und das heißt, ich muss mal sagen, wer bin ich? Wie ist mein Leben und wie passt du zu mir? Ich gebe dir die Rolle, ich gebe dir den Platz, mein Geliebter, meine Geliebte. Und so sieht unser Leben aus, so sieht unser Ideal aus, so sieht unser Living in the End aus. Und diesen Job machen die wenigsten. Diesen Job machen die wenigsten, weil sie irgendwelche Situationen, Zustände als konstant betrachten und sagen, der lebt so, der will so leben, der hat so das Business, der will in diesem Haus, der will in diesem Ort, der will diesen Lebensstil leben und den will ich nicht leben, aber ich liebe diese Person. Musst du nicht leben. Aber dazu musst du erstmal dein Ding leben. Dazu musst du erstmal dein Leben haben, dazu musst du erstmal deine Vorstellung haben, dazu musst du dein Ideal leben und dann musst du diese ganze Geschichte nur in deinem Bewusstsein, in deiner Vorstellung so hin tun, dass du sagst, das ist das, was ich will. So will ich's und so krieg ich's. Aber da musst du halt alle äußeren Umstände, alles, was mal war, alles, was scheinbar so ist, alles, was der andere scheinbar so möchte, sagen, no way, ich glaube das und jetzt glaube ich es anders. Und das ist dieser berühmte 180, den ich immer wieder hinlegen muss. Und ich glaube, du hast jetzt viele Ansätze, wo du schauen kannst für dich, wo du tatsächlich noch für andere in anderen Realitäten, in anderen Ansichten denkst, in Beschränkungen denkst, in denen du gar nicht leben möchtest. Und das allererste, wo du aussteigen musst, aus den äußeren Umständen, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte und du musst dich neu machen.